So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich bin nicht alleine, ich habe den guten Melnybone MTG dabei. Hallo, ich bin Jan von Melnybone MTG und heute im Duell mit dem guten Blacky. Genau, wir haben beim guten Melnybone haben wir die Sachen aufgemacht, also die Pre-Release-Kits aufgemacht, hier diesen Quatsch hier. Und ja, wer sehen möchte, wie das gelaufen ist und was für Pools wir hatten und wie wir damit zurechtkamen und wer mehr Value rausgezogen hat, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Hier werden wir jetzt einfach nur eine kleine Prügel-Session damit machen, weil ich vermute, du vermisst Pre-Releasen genauso wie ich. Absolut, ja. Also ist jetzt schon ewig her, dass man uns abhalten kann, also teilnehmen konnte, ja. Ja, ja, deshalb. Und so haben wir jetzt halt jeweils so ein Pre-Release-Kit und aus verschiedenen Sachen so das gute Chaos-Battle. Und ja. Ich kann meins nicht herzagen, meine Schachtel, weil die liegt weiter weg. Ganz weit weg, ja, ja. Genau, du hattest Ikoria. Ikoria, genau. Und dann wollen wir sehen, was besser ist, Ikoria oder Ixalan, Rivalen von Ixalan. So, 2, 4, 6. Wie möchten wir auswürfen, wer anfängt? Gerade, ungerade einfach? Kann ich machen, ich hab da einen Würfel, warte mal. Ja, dann würde ich gerade nehmen. Gut. Wir haben 11. Das ist nicht gerade. Dann würde ich beginnen. Ja. Ja, wir machen Best of Three, wie immer. Wir haben, wie du es beim Pre-Release halt auch machst, und du hast ja die restlichen Karten als Sideboard, als dann doch irgendwas nicht funktionieren sollte am Deck. Aber gut, dann würde ich sagen, viel Spaß, viel Glück und oh mein Gott. Ebenfalls viel Spaß und viel Glück. ja. Das ist dämlich. Hältst du? Ich halte, ja. Ich halte auf jeden Fall auch. Ich habe richtig. Okay, das hört sich nicht gut an für mich. Nee, das hört sich überhaupt nicht gut an für dich. Mal gucken, ob das funktioniert, was ich hier vorhabe. Das wird lustig. Okay, dann starte ich, ja? Jawohl. Einen Sumpf und gebe ab. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Und spiele eine Ebene und spiele einen Kiniales Ruferin. Ein Mana 0-3 und Dinosaurier-Zaubersprüche, die ich kontrolliere, kosten beim Wirken ein Mana weniger. Da bist du dran. Okay. Ich habe mir nämlich Dinosaurier rausgesucht zum Spielen. Es hört sich schon so noch an, ja. Ich lege in den Forest und sag, du bist. Okay, dann funktioniert mein Plan. Muhaha. Oh Gott, es wird immer besser. Für ein Weißes würde ich gerne einen Raptor-Gefährten spielen. 3-1 Dinosaur. Keine Einwände. Dann würde ich gerne für ein Mana ein unumsorgtes Jungtier spielen. 2-1 und wenn es stirbt, kann ich diesen Zug Dinosaurier-Karten mit Flash spielen und wenn sie ins Spielfeld kommen, kann ich sie gegen eine andere Kreatur kämpfen lassen, wie ich möchte. Oh, da wird's Board geflattert. Ja, ja, bin ich fertig. Jetzt habe ich natürlich Angst vor einem Removal, vor einem Mass-Removal. Alle Kreaturen kriegen -1/-1 oder so. Mehr Sumpf, okay. Also du spielst Schwarz-Grün, richtig? Ja, genau. Ich habe mich auf Bulgari mit ein bisschen am Splash entschieden. Ja, okay. Ich tappe dann auch 3 und lege noch einen Ferdilit. Er kommt mit 2-1-1-Countern ins Spiel. Legen wir gleich was drauf. Ja. Und ich kann für 2 Mana ein beliebiges, ein grünes, einen 1-1-Counter removen und kann dann Target Player sogar, also ihr könnt sogar dich Länder suchen lassen. Aber dann okay. Ich vermute, das möchtest du nicht. Nee, und die kommen dann getappt ins Spiel. Okay. Okay, und dann gebe ich ab. Dann enttappe ich, ziehe ich eine Karte, spiele ein Gebirge und spiele einen tobenden Regisaurus. Jetzt wird's gefährlich. 4-4. Immer wenn der angreift, füge ich einer Kreatur oder einem Spieler einen Schadenspunkt zu. Möchte ich einen meiner beiden gegen deinen? Ja, möchte ich. Dann würde ich dich hauen, gibt 3-1 und 2-1. Dann werde ich nicht blocken und diese 5 nehmen. Ja! Ja, Dinosaurier! Rar! Ja, das war eine gute Starthand. Da ja, das war eine verdammte. Also, die Ruferin, ich habe eine Ruferin. Das war schon ganz gut. Die war nicht ohne. Jetzt haben wir nicht fertig. Okay. Untap, draw.
Dann lege ich einen Forest. Und für einen Sumpf würde ich dann den Serrated Scorpion spielen. Oh ja. 1-2 und wenn er stirbt, fügt er jedem Gegner 2 Schaden zu und ich bekomme 2 Leben. Das ist nicht schlecht. Und dann möchte ich einmal abgeben. Okay. Dann enttappe ich, ziehe ich eine. Oh mein Gott. Ja, was die Chance für die Dinosaurier. Dann würde ich für 2 Mana gerne einen Rammschädel Ceratops spielen. Der ist 2-2 und immer wenn dem Schaden zugefügt wird, legt er 2+1+1 Marken drauf, wenn er natürlich überlebt. Dann würde ich ganz gerne angreifen und würde mit diesem einen Schaden auf ihn pingen. Jetzt brauche ich doch Würfel. Okay, der wird dann größer um 2 Marken, gell? Ja, genau, also ein 3-1er, ein 2-1er und er wird um 2 größer, damit würde der dann auf 4-4 gehen und dann kommt eben der Angriff. Okay. Ich würde Blocker deklarieren, den Serrated Scorpion gegen deinen 3-1er. Und. Ja, damit habe ich gerechnet. Und dann würde ich zusätzlich. Naja, das war's. Nein, mit dem block ich nicht. Also den Serrated Scorpion. Alles klar, dann stirbt er und ich verliere 2 Leben und du kriegst 2 Leben. Genau, die ziehe ich aber jetzt nicht ab, weil die negiere automatisch den zweiten kleinen Dino und ich kriege dann noch 4 Schaden, oder? Geh auf 11. Genau. Okay. Gut, dann bin ich fertig. In dem Endstep nehme ich noch 2 runter. Eine Marke. Und such mir ein Target, also Basic Land raus und es geht ab ins Spiel. Ja, also darf ich, ja? Ja, das wäre schön, ja. Mache ich das für dich. Nimm einen weiteren Forest und mische. Schaut ja nicht gut aus für mich. Erbärmlich. Ja, das war aber auch, das kriege ich nicht nochmal hin mit so einem Start. Draw. Wieder ein Land, dann spielen wir ein Land, dann haben wir jetzt 6 Länder. Was spielt man da Schönes? Oh Gott, 6 Länder ist eine Menge. Das stimmt, das ist eine Menge. Aber ich habe noch nicht die. Dann möchte ich für 4 ein schwarzes, ein grünes, noch ein grünes, noch ein grünes. Spiele ich. Mutate ich. Den Boneyard Lurker auf mein Pferdelied. Okay. Obendrauf, das heißt, der ist dann ein 5-5. Ja, das ist groß. Immer wenn er montiert, darf ich eine Karte vom Friedhof zurück auf meine Hand nehmen. Nice. Serrated Scorpion. Ja. Den würde ich dann auch gleich ausspielen. Jawohl. Da sind schon wieder 2 Blocker am Start, sehe ich doch hier. Ja, das ist ein bisschen Verteidigung zumindest da ist. Ja? Und dann würde ich abgeben. Dann ich bin zu Spot von Spell Devil, ich will mal weiterkicken. ja, das ist der Nachteil an Spell Table. Man gewöhnt sich zu schnell dran. Für ein rotes Mana spiele ich ein Raptor-Jungtier. Junges, so. Und dann für ein Mana spiele ich Reizen auf den. Ich schieße dem einen Schaden und der versucht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Das ist nicht gut. Dadurch kriegt er nochmal 2+1+1 Marken. Ich darf eine Karte ziehen. Das war eine richtig schlechte Karte. Dann würde ich in die Angriffsphase gehen und würde mit denen angreifen, würde mit denen nochmal auf den schießen. Er ist jetzt 8-6, weil er hat, also er ist 8-8, aber er ist gerade nur 8-6, weil er hat ja 2 Schadenspunkte. Ja, ich würde dann trotzdem den 4-4er mit meinem 5-5er blocken. Mhm. Und mit meinem Serrated Scorpion dein 2-1er. 2-1er, okay. Dann sterbt bei mir die beiden, bei dir nur der eine. Genau. Und dann verliere ich 2 Leben, du kriegst 2 Leben und dann verlierst du 8. Genau, also verliere ich im Endeffekt 6. Genau. Okay, dann bin ich von 11 auf jämmerliche 5. Ja gut, aber ich habe keinen Trampel mehr. Das stimmt, ja. Aber und du hast eine Menge Handkarten, dann darfst du. Okay.
Das gefällt mir nicht, wo das hingeht. Hast du wieder ein Land? Dann spielen wir für 1, 2, 3, 4. Zu viel Mana. 4, 5. Für 5 spielen wir einen Karuga. Oh Gott. Ja. Noch mehr Card Draw. Karuga. Und darfst eine Karte ziehen, oder? Wenn er ins Spiel kommt, dann darf ich eine Karte ziehen. Für jedes permanentes Converted Mana kostet 3 oder größer. Also darfst du 2 Karten sogar ziehen. Genau, weil er selbst ja auch eine ist. Ja. Also ziehe ich 2 Karten. Dann. Das ist unfair. Ich würde auch gerne Karten ziehen. Ja, das ist zwar gut, aber es ist leider nichts dabei, was ich spielen könnte. dann angreifen darf ich nicht, sonst bin ich sowieso tot. Dann würde ich sagen, bist du. Dann enttappen, ziehen. Oh mein Gott, das ist cool. Dann greife ich mit beiden an. Puh. Dann mache ich so. Dann blocke ich deinen Großen mit meinem Boneyard Lurker. Ja. Oder warte mal kurz, überlegen. Nee, ich block mit meinem Karuga. Mit dem Karuga? Mhm. Und das war's? Mit meinem 5, du hast eine Handkarte, gell? Ja, eine Handkarte. Mit meinem 5-5er block ich deinen Kleinen. Okay. Dann würde ich ganz gerne für 3 Mana zertrümmert die Palisaden spielen. Okay. Eine Kreatur meiner Wahl würde +3/+3 und Trampelschaden bekommen. Okay, das ist dann nicht so gut. Ja, dann würde ich meinen Ceratops auswählen. Dann ist der bei 11/11. Und dann bin ich tot. Ja. Yay. 1-0, immerhin. 1-0. Leider. Nächste Runde hätte ziemlich gut ausgeschaut. Ja, das glaube ich. Wenn jetzt nicht gestorben wäre, hätte ich einiges machen können, aber leider. Oh Gott. Das ist halt... Der Start war halt extrem, ja. Ja. Wird auch, glaube ich, so nicht nochmal vorkommen. So habe ich irgendwas, was ich gegen dich reinnehmen möchte. Ich glaube nämlich nicht. Also ich würde auch nichts sideboarden. Wie passt das so? Ich wüsste halt nicht, was wirklich, weil ich bräuchte mehr andere Dinge. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, ich werde eine einzige Karte werde ich kurz tauschen. Okay. Und zwar werde ich versuchen. Ich habe nämlich sehr wenig Flieger bei dir gesehen. Und dementsprechend werde ich versuchen. Die Flieger hatte ich alle auf der Hand. Ah, ja, natürlich. Wo bist du? Da werde ich das Schiff gegen einen Flieger austauschen. Oh, sehr nice. Für dich, für mich nicht, aber mit Schiffen komme ich leichter klar als mit Fliegern. Aber ja. Ja, ein Grund mehr, Schiffe reinzunehmen. Haben wir gemischt? Ja. Ich cutte für dich, okay? Ja, ähnlich mache ich das. So. Ich gehe davon aus, du möchtest anfangen. Ja, ich fange nochmal an. Dann tu das. Da ich eh schon verloren habe, machen wir das genau. Und dann würde ich. Warte mal, kann man das keepen? Ich schau mal. Ja, dann würde ich das keepen. Boah, kann ich das halten? Bin ich so gierig? Irgendwas ziehe, kann ich halt was spielen, oder? Du musst aufpassen, ich ziehe deine Hand. Ich sehe deine Handkarten. Ja, ist nicht so schlimm. die ist eh kacke. Okay, dann ist egal, aber. 2 Mountains. Ja, es ist mir ist das nicht so richtig. Also kurz mal meine Hand zu sehen. Meine Dinos überrennen dich ja trotzdem. Also. Warte nur, ich habe 7 Mana. Letzte Runde hätte ich meine riesigen Sandwürmer ausbocken können, wenn ich noch überlebt hätte. Oh, ja? Dann hätte ich auch noch was geschaut. Ja. Ja, jetzt kommt der Trash-Talk, finde ich gut. Aber nee, das passt schon. 6, 7. War mir eine Ehre, gegen die ersten Match zu verlieren. Ja, und danach nie wieder eins. Ja. Da würde ich ganz gerne diese Karte unten runterlegen und den Rest würde ich gerne behalten. Yep. Dann zeig, was du kannst.
Okay, ich starte mit einem Sumpf, tappe diesen und spiele den Whisper Squad. Oh, 1-1. 2 kann ich eine andere Karte, die gleich heißt, Whisper Squad aus dem Deck suchen und getappt ins Battlefield bringen. Und so go. Ah, sich entfaltende Wildnis. Jetzt dann Start. Ja, jetzt gehe ich mal. Was will ich denn haben? Was habe ich denn mehr im Deck? Ich glaube, ich habe mehr Doppelgrün im Deck. Ja, dann nehme ich ein grünes. Dann bin ich fertig auch schon. Okay. Dann antepp ich. Ja. Ziehe, spiele einen Forest. Und dann spiele ich für 2 einen Bootnipper. Oha. Er kommt ins Spiel mit entweder einem Deathtouch oder einem Lifelink-Counter. Und ich würde ihm einen Deathtouch Surprise. Warte mal, da habe ich sogar irgendeinen liegen. Moment, so. Ja. Gibt's stimmt, sogar einen Deathtouch-Counter. Oh, nice. So. Ich weiß nicht, ob man den auf Kamera sieht, ich glaube nicht, aber okay, ne, weil die irrelevant. Die Deckbox, dann sieht man zumindest. Ja, genau. Deathtouch-Counter. Genau. Dafür seht ihr ja die 1-1er würde ich dich dann schlagen gehen. 19. Yes. Und dann bist du. Alles klar. Teppich, ziehe ich. Dann würde ich ein Raptor-Junges spielen. 1-1, wenn es Schaden kriegt, kriege ich einen 3-3er. Mit Trampel. Yay. Dann du. Untap. Draw. Ja, ich bin mal. Ich spiele noch ein Forest. Ja. Du hast ein 3-3er. Nur wenn das Ding Schaden kriegt. Ich greife mit einem 1-1 an. Ja, dann kriege ich ein Damage. Viking. Dann tapp ich 3 und spiele noch das Night Squad Commando. Okay. Wenn es ins Spiel kommt und ich in diese Runde angegriffen habe, kriege ich einen 1-1er Weißen Human Soldier. Okay, nice. Und den habe ich da auch irgendwo liegen. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Dein Previous Kit war Englisch, wa? Ja, genau. Oh, richtig gut. Ich hatte das Glück. Und dann gebe ich ab. Ja, ich nicht. Ich muss leider in Deutsch nehmen. Habe ich eine Ebene. Ich zumindest schon mal alle 3 Mana farmen. Aber kann nichts casten. Bin fertig. Moment, ich muss was trinken. Na, so, ist gut. Untap. Draw. Dann spiele ich noch einen Wald. Hätte zwar gerne einen Sumpf, aber muss mich mit einem Wald begnügen. Machen wir das Spiel nochmal. Ich greife an mit dem Human Soldier, mit dem Whisper Squad, mit dem Night Squad Commander, also mit den 3. Wie viel Damage ist das? Das sind insgesamt 4. Ja, dann bin ich auf 14. Okay. Und dann tappe ich. Ein Raptor-Junge muss leben. Und spiele noch ein Bastion of Remembrance. Ja. Und bekomme noch einen 1-1er Human Soldier. Ja, genau. Human Soldier. Und wenn immer eine Kreatur bei mir stirbt, verlierst du ein Leben und ich kriege ein Leben. Das ist gut. Das macht meine Strategie, die ich gerade fahren wollte, ein bisschen zunichte. Nein! Und dann gebe ich ab. Dann ziehe ich meine Karte. Dann würde ich für 4 Mana ein Vorbote des Imperiums spielen. Oh, okay. Kann man direkt nach einer Dinosaurierkarte durchsuchen und sie oben drauflegen. Und immer wenn ein Dinosaurier unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich allen Kreaturen einen Schaden schießen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist gut. Du kannst meine 1-1er auswipen und sogar 2-2er, wenn es mit dem. Genau das, mit dem auch noch meine die 2-2er. Ich bin gerade am Schauen. Ich glaube, ich nehme einfach hier den Ceratops. Das wäre natürlich für nächste Runde ein richtig guter Move. Der macht das natürlich wieder. Wird wieder größer. Ja, genau, deshalb. Gewinkelt. So, mal gucken, ob ich die Runde überlebe. Du bist dran. Okay. Ich antappe. Ja. Und. Nicht gut. Dann tappe ich 2 Grüne und cycle meinen Greater Sandwurm.
Oh nein, für den willst du doch casten. Zieh eine Karte. Dafür. Ja. Ich hätte ein Land gebraucht, aber leider habe ich ein Land abgemisst. Und dann würde ich mit allem angreifen. Außer? Außer mein Night Squad Commander. Wie groß ist der Night Squad Commander? 2-3. Ja, dann stirbt er ja trotzdem. Wovon? Wie viel Trigger du kriegst, mit deinem, wenn deiner stirbt, kriegst du einen einzigen Dino ins Spiel. Ja, stimmt, ich krieg nur einen Trigger. Und so kriege ich jetzt 4 Damage, richtig? 5. Das ist so 2-1er mit dem. Ah, stimmt, das sind 2-1er. Ja, dann krieg ich 5. Dann krieg ich, nee, krieg ich 5. Okay. Ich auf 9. Gut. Dann. Das kommt mir auf, dann bist du. Jetzt bin ich gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Dann würde ich ein Rammschädel-Ceratops spielen. Gerne. Dann würde ich jeder Kreatur einen Schaden zufügen lassen. Dann sterben wir mit diese 4 Kreaturen. Ja. Verlier 4 Leben. Warte mal, stopp. In response tappe ich noch 2 und suche den zweiten Whisper Squad raus. Der stirbt, du verlierst einmal ein Leben. Also verlierst insgesamt 5 Leben. Und der stirbt dann auch mit, das ist mir aber egal. Okay. Geht um der Live-Total Bill Overtrainer. So, ein zweiter Whisper Squad, der kommt, geht ab ins Spiel und stirbt dann auch mit. Genau, und er kriegt hier 2 Marken. Dann stirbt mein Raptor-Junges und bringt ein Dinosaurier-Token ins Spiel. Genau. Und diesen Dinosaurier-Token habe ich natürlich nicht greifbereit hier rumliegen. Natürlich, wer hätte es erwartet? Oder? Habe ich? Abholen, Dinosaurier, 3-3 Dinosaurier-Token. Natürlich habe ich den hier rumliegen. Perfekt vorbereitet. Und dann würde ich den Imperium von mir triggern. Mhm. Und würde jede Kreatur einen Schaden schießen. Bei mir ist nur mehr der 2-3er dort, der lebt trotzdem nur 2 Schaden da markiert. Genau. So. Dann lege ich einen Wald. 2-3 ist der. Dann würde ich gerne. Hat er noch irgendeine andere Fähigkeit? Nö, der hat gar nichts sonst. Also außer den EDB-Trigger, wenn ich angegriffen habe mit Raid, sonst hat er nichts. Dann hätte er ein Ding gekriegt, einen 1-1er weißen Human, und den habe ich bekommen, der ist ja gestorben schon. Ja. Will ich, dass du darauf mutierst? Es ist mir egal, dass du darauf mutierst. Ich bin mir nicht sicher. Ich traue dir nicht. Diese Verzauberung ist so mächtig. Ja, mit 3 Leben. Also, ja, wenn ich stirbt, hast du nochmal 3 Leben, ja? Ja, ich brauche nochmal 3 Kreaturen spielen und du brauchst nur hoffen, dass genau. Du. Genau. Ich brauche den Dinosaurier. Ich habe einen Dinosaurier drin, der mir 3 Leben gibt, damit er Schaden kriegt. Also, das geht dabei noch. Also. Ja, dann bin ich erstmal fertig. Okay. Damage wird entmarkiert. Ich habe keinen mehr. Dann Draw. Ich spiele ein Land. Da hast du dein Land. Jetzt habe ich Angst. Ja, nö, jetzt kannst du zumindest etwas machen. Oh nein. Ich mag es nicht, wenn du irgendwas tun kannst. Und mutiere den Chittering Harvester. Ja. On top of meinen anderen, der jetzt egal ist, wie er hast. Und es ist ein 4-6er. Und immer wenn er mutiert, was er jetzt auch macht, geht er zurück am Stack und du musst eine Kreatur opfern. Ich muss eine Kreatur opfern? Yep. Boah. Ich glaube, dann opfere ich den 3-3 Trampel-Dino. Hätte ich gedacht, ja. Ja. Und dann zu Gigo. Gut, ziehe ich eine Karte. Vier Sechs ist der. Richtig? 4-6. Dann würde ich gern auf die Beute stürzen spielen. Ich würde gerne meinen 6-6 Dino gegen deinen 4-6 Horror kämpfen lassen. Dann wird mein 4-6 Horror leider in Graveyard gehen. Und ich verliere ein Leben. Du verlierst noch ein Leben, genau. Ah, der ist so stark mit dem, jetzt wenn du einen Schaden kriegst. Ja. Also, den Combo Set King hast, das ist ein Dino, das ist unglaublich stark. Dann würde ich dich gerne hauen für 8. Oh ja, yeah, das ist 8, dann bin ich auf 12. Ich hab noch 3.
Du bist dran. Ah, das schaut nicht gut aus für mich. Ich hab so Angst. Dann zieh ich eine Karte. 3 Leben ist halt so wenig. Ja, was mache ich? Ich tappe mal 2 grüne. Ja. Cycle noch ein Crater. Nein, ja, okay. Zieh eine Karte. Oh, das ist so zäh. Ich kann nichts spielen. Das schaut nicht gut aus. Go. Dann enttappe ich. Ziehe ich eine Karte. Ha! Dann spiele ich den Dino, den ich gerade reingebordet habe. Was macht der? 3-4 fliegend. Da möchte ich ihn als Spawns 2 tappen und schieße auf Plummet, schieße ihn weg. Oh nein! Ich dachte, weil du Flieger hast, muss ich ja Karten geben. Ja, nice. Hilft aber nicht. Der wäre viel besser, wenn sie deinen komischen Triceratops zerlegen könnte. Ja. Durch den Trigger kriegen alle einen Schaden. Dann kommt der jetzt für 10. Oh, wow. Kannst mir beiden angreifen. Dann ich habe Angst, dass du irgendwie grüne Eile hast. Okay, dann bin ich auf 2. Tandu. Ah, 3 gegen 2 Leben, oh mein Gott. Draw. Das hilft alles nichts. Ich tappe mal ein grünes und spiele Adventurous Impulse, darf die obersten 3 Karten anschauen. Ja. Und eine Kreatur dein Land revealen. Ja. Ja. Du brauchst im Endeffekt jetzt nur eine Death-Touch-Kreatur. Sie braucht meinen kleinen Skorpion, den wir die Hände haben. Oh ja, der Skorpion, dann kann ich nicht mehr angreifen, das wäre mies. Ja, aber leider habe ich nicht drin. Ich habe ihn nicht dabei. Gott sei Dank, mein Herz gerade. Ich will wieder ein Land, ein schwarzes, was ich schon seit Ewigkeiten brauche. Der Rest kommt unter, also ich will ja kein Schwarz haben. Ja. Der Rest kommt unter die Bib. Also das kommt ins Spiel dann. Stimmt, der Skorpion wäre echt mies. Ich habe so gehofft, dass er dabei ist. Mit dem hätte ich nämlich quasi ausgehebelt, dass du nochmal angreifen kannst. Das wäre so schön gewesen. Das Spiel dann das Hunted Nightmare. Ja. Wenn es 4-5, wenn ein Spiel kommt, darfst du einen Death Touch Count auf eine Kreatur von dir legen. Dann lege ich auf den einen Death Touch Counter. Bitte. Und dann bist du. Warte, ich hab, glaube ich. Vielleicht habe ich einen Top-Deck und krieg noch den Skorpion, wenn ich es noch überlebe. Mach mal hier so ein Marke drunter. Ja, jetzt habe ich echt Angst. Der Skorpion habe ich gar nicht dran gedacht. Aber. Jetzt? Aber. Du schaffst das jetzt sicher. Ich bin so dumm. Warum bin ich denn so dumm? Ich darf keine Dinos mehr spielen. Oh nein. Ach so, du hast ein Death-Touch-Game. Ja, Death-Touch. Wie geil. Ich darf keine Dinos mehr spielen. Das ist geil. Das ist du hast immer Death-Touch gehabt. Oh nein. Ich würde eine Knospen-Triade spielen. 2, 4, 6, 8, 9. Ich habe noch keinen Aufstieg. Dann würde ich gerne... Das ist genial. Dann würde ich gerne zuhauen. Ich blocke mit meinem Hearted Nightmare. Der stirbt durch dieses Leben. Ich habe 2. Oh nein. Mach mal. Oh nein. Ja, war so geil. Okay. Oh nein. Ich ziehe. Ich spiele in Forest. Tappe. 5? Ja, oh Gott. Was kommt da jetzt? Nee, es kommt nur der Karuga. Ja. Und ich darf noch eine Karte ziehen? Ja. Trial Grade. Okay, zieht auch meine Bash. Ja, genau. Das heißt, ich habe sogar 2 Karten ziehen. Genau. Dann tappe ich noch 2 und spiele noch für X1 das Ivy Elemental. Dann haben wir ein Unentschieden, wie dämlich. So gut. Und lege einen 1-1 Konter drauf. Ja. Und jetzt greif mich an oder lege einen Dino, bitte. Es kommt, bei dir kommt übrigens ein 1-1er Subrolling ein, oder? Ja, genau. Es ist zwar ein Insekt, aber es wird schon passen. Okay. Zieh ich mal eine Karte.
Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben unentschieden. Weil ich könnte dich jetzt töten und du würdest mich auch töten. extrem, extrem interessant, ja. Ja, schon. Also, es sei denn, nein, nein, oh, warte. Nee, ich muss tödlichen Schaden zufügen, damit ich Trampelschaden mache. Wie. Ich könnte zumindest eine Kreatur am Leben lassen. Genau, ich habe den Segen der Stadt, by the way. Dann würde ich die Krone auf den spielen. Der kriegt ein Damage. Und plus 3, plus 0 und Trampel. Okay. Und dann hau ich mal zu. Okay. Da bin ich also tot, oder? Ja, aber du blockst damit beiden. Und Schaden wird. Ja, sicher. Ah, Schaden wird gleichzeitig verrechnet. Stimmt. Also, warte mal, ich block mit beiden. Ja. Wenn die jetzt versterben, wird der Trampelschaden nicht nachher verrechnet? Trampelschaden wird gleichzeitig verrechnet. Und dann hast du. Verrechnet, oder? Gleichzeitig verrechnet, aber dann hast du den Trigger auf dem Stack. Aber der Trigger auf dem Stack resolved, glaube ich, nicht mehr. Schade. Ja, dann hat der Trampel mich gerettet. Ja, gut. Dann winkst du mit dem Trampel. Genau, der Trampel geht dann durch und die Ability ist dann auf dem Stack und dadurch ist es kein Unentschieden. Genau, das ist ein GG. Boah, ich war halt hier die ganze Zeit so, okay, ich kann auch die Kreatur abschießen, dann spielst du nicht so, bitte keine zweite, bitte keine zweite und dann spielst du eine zweite und ich dachte mir so, nein. Es wäre vorher schön gewesen, das zu topdecken, genau, Mythos of Nature wäre super gewesen. Oh ja. Hätte dein Dude wegmachen können. Ja. Oder mein Skorpion, aber den habe ich leider nicht gezogen. Ich hatte so Angst vor dem Skorpion. Und hier, was war das denn für ein Fail? Das Death Touch auf den Typen zu tun. Oh mein Gott. Ja, du hast wahrscheinlich überlegt, das bringt was, wenn du den Clan als Blocker aufgeholt hast, ja? Genau, genau. Ich habe halt nicht dran gedacht, dass der Schaden schießt. Ja. Aber trotzdem ein lustiges Game, ja. Ja, zwei sehr, sehr coole Runden. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mehr von diesem netten Herrn sehen wollt, könnt ihr mal bei Manibone MTG vorbeigucken. Eine Menge coole Openings und jetzt auch noch so ein bisschen mehr Stuff, habe ich gehört. Was genau, noch ein bisschen Twitch, dabei kommt. Twitch und Commander. Oh ja, stimmt. Twitch kommt ja auch noch dabei mittlerweile. Stimmt. Ja, und so ein kleines Teil Financing. Also der Mann ist genau wie ja, ich, der Financing, macht einfach alles. Genau. Alles dabei. Alles dabei. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.